Hier in diesem wunderschönen Cuvelier-Theater der Münchner Residenz. Weltbekannt auch, weil Wolfgang Amadeus Mozart persönlich seine Uraufführung von Idomeneo hier hatte, heißt es in Kürze: Vorhang auf für die Preisverleihung Die Goldene Deutschland 2015. Und ich freue mich über die Unterstützung von Joey Grit Winkler. Unter der Schirmherrschaft des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer und seiner königlichen Hoheit Leopold Prinz von Bayern werden wir hier Menschen auszeichnen, die sich in besonderer Weise um Deutschland, die deutsche Gesellschaft und das deutsche Publikum verdient gemacht haben. Das Ganze auch noch zugunsten von 60 Jahren SOS Kinderdorf Deutschland e.V. Auf der Bühne werden unter anderem stehen der Kammersänger Placido Domingo oder Fürst Albert II. Von Monaco wird für seine Umweltinitiativen ausgezeichnet. Mit dabei auch der Fußballweltmeister Philipp Lahm. Laudiert übrigens von Altbundespräsident Christian Wulff sowie Schauspieler Francis Fulton Smith und viele andere werden hier die Preise entgegennehmen und das Ganze exklusiv auf Romans TV am 1. August um 20.15 Uhr. Schalten Sie ein.